Na ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zum Grande Finale von Super Mario Land 2. 6 Golden Coins. Wir haben alle Münzen, die Tür ist offen, wir können rein. Bloß ob uns der Hausherr da drin sehen will oder der, wo dieses Haus übernommen hat, so unerlaubterweise, da ist die andere Frage. Deswegen würde ich sagen, wir langfackeln gar nicht so lange herum. Und machen halt einfach mal. So. Wir haben den ersten Raum, der einer der schwierigeren eigentlich ist. In 0, nichts schon erledigt, weil ich ja noch die Möhre habe. Mich wundert es eigentlich, wie schnell wir da sind. Also ich meine, die Uhr ist noch nicht einmal... Zumindest wenn man nach Ingame-Zeit geht, ist noch keine Minute vergangen. Ob das jetzt in echt so ist, das ist halt die andere Frage. Aber. Uiuiui. Das war auf jeden Fall riskant. So. Ah ja, das war der Raum. In diesem Raum sind versteckte Bodenplatten, die dann solche Draufhaufäuste aktivieren, die dann dafür sorgen, dass da eigentlich kein Durchkommen ist. Also du müsstest hier im Grunde genommen volle höchste Power-Up-Stufe haben. Also entweder eine Blume oder, ja, eine Möhre. Und hier spucken jetzt sämtliche Pflanzen kein Feuer mehr. Und es kommen halt noch ein paar. Sind wir hier schon... Nee. Aber hier fallen doch, glaube ich, ein paar Stachel runter, meine ich mich zu erinnern. Nee. Okay. Aber die Dinger hier. Diese kaputtmache Dinger. Nein. Hahaha. So. Und dieses Ding, da muss man, glaube ich, dreimal draufhauen. Nee, zweimal reicht. Okay. Und weil es so schön war, und nach dem Motto doppelt hält besser. Haha, gibt es jetzt zwei. Und hier auch nochmal. Weil es einfach nur, weil es so lustig war. So. Na, schade. Schade. Die Möhre, mein... Größter Vorteil ist weg. Aber egal, ich glaube, ab jetzt braucht man die Blume, denn hier ist er. Wario, der Endboss. Also, draufhauen. Dreimal oder musste man öfters draufhauen? Ich habe keine Ahnung, aber Fakt ist, der nimmt jetzt ebenfalls noch die Fähigkeiten an. Ja. Alter, diese Lache. Eins, zwei. Oh, das waren ja schon zwei. Drei. Okay, das war's. Er geht jetzt in den letzten Raum. Da oben. Ein Pilz. Okay. Letzte Form. Er hat jetzt die Blume. Eins. Zwei. Ah, drei. Oh, das war's. Wir sind durch. Wir sind durch. Oh. Jetzt ist er traurig, der Arme. Haut mir noch seinen Schuh dran. Und ja. Okay, Freunde, das war's. Wir haben's. Und jetzt wird noch die Burg saniert. Kernsaniert. Die schwarzen Wolken kommen weg und das W wird zu einem M. Jawohl. Das Schloss gehört wieder mir. Oder Mario, besser gesagt. Ende.
So, jetzt kommen noch die Credits. Oder? Ja, thank you, Mario. Your quest is over. Ja. Ja, kann man schon als Credits ansehen. Ah, nee, jetzt kommen die auch wirklich. Ja, also, war ein schnelles LP wieder. Aber ein tolles LP. Und es macht mir persönlich, oder hat mir persönlich mehr Spaß gemacht als das erste Super Mario Land. Weil beim ersten war die Steuerung einfach nur ekelhaft. Ekelhaft. Aber ja, wie man sieht, es kann auch schnell gehen. Ich glaube, das dürfte tatsächlich die kürzeste Folge sein. Ich glaube, wir sind wirklich von der Länge her, na gut, die vorletzte war dann doch noch mal ein bisschen länger als die vorvorletzte. Na, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also von der Länge her sind wir eigentlich im Durchschnitt immer kürzer geworden. Nur die Turtle Zone sprang da ein bisschen aus der Reihe. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, auch euch hat's gefallen. Ja, was als nächstes kommt? Ich würde sagen, als nächstes kommt die Super Mario Bros. Reihe. Allerdings die Super Mario Bros. All-Stars Variante. Ich habe im Grunde genommen eigentlich sogar schon von den ersten zwei Teilen was aufgenommen. Aber da lasst euch einfach mal überraschen. Es ist ja noch einiges aufzunehmen. Gut, ich habe es ja auch schon mal angeteasert. Ich habe ja für Super Mario Bros. 2, also das, was wir als Mario Bros. 2 erhalten haben, 7 Folgen eingeplant. Weswegen ich es lustig finde, dass es jetzt auch hier 7 Folgen geworden sind. Ja, dann würde ich mal sagen, soll es das, glaube ich, gewesen sein, irgendwann vielleicht mal, wenn die Credits zu Ende sind. Naja, ich glaube, wir haben es jetzt dann bald, hoffe ich mal. Aber wenn jetzt da schon steht, presented by, ne, dann, ja, dürfte es das gewesen sein mit den Credits. Ich muss bloß noch auf die Exit-Zahl schauen, ob die überhaupt noch richtig ist. Okay, also es tut sich offenbar nichts. Aber ich hab noch Zeit. Okay, ich glaube, ich muss wirklich resetten jetzt. Ja, alles klar. Wir haben 31 Exits, das heißt, wir haben die 100%. Gut, dann sage ich, schön gemacht. Das war's. Morgen ist nichts mehr. Ciao.